Es ist unglaublich chaotisch, es ist unglaublich vieles gleichzeitig. Nichts ist, wie soll man sagen, eingeschränkt, eingegrenzt. Jeder, jede kann vielleicht nicht ganz machen, was oder was sie will, was er oder was sie will, aber doch weitgehend ausdrücken, alles Mögliche, was mit der Musik unserer Zeit zu tun hat. Und es geht ja jetzt nicht um neue Musik im Sinne von akademisch gesehen neue Musik, dass sie ein bestimmter Avantgarde-Begriff jetzt hier transportiert wird oder vermittelt wird, sondern es geht einfach um zeitgenössische Musik, was heute passiert, was heute wir an dieser Hochschule machen. Die neue Musiknacht findet alle 2 Jahre statt an der Hochschule und sie vereint alle, die hier arbeiten. Das heißt, Studierende natürlich, Lehrende, aber auch Mitglieder der Verwaltung. Alle ziehen an einem Strang und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil ganz oft sind die Studierenden und Lehrenden in ihrem Fach beschäftigt, haben auch sehr enge Curricula und wir versuchen eben diesen Blick nach rechts und links auch in Formate fließen zu lassen, die dann zur Aufführung kommen. The balloon refused to pop. I decided to suspend the tension by removing the last chord. My wife suggested it was a good idea to sell the last chord on eBay. And then I also thought it was a good idea, so 1 second before the auction ended, the last chord, which is 11 seconds long video, sold for up to $14,000. Shipping with DHL was not included. Das nächste ist ganz ähnlich. Die Hände sind wie Fächer. Die Fächer halten wir vor unser Gesicht. Und da lachen wir ganz, weiß nicht, verschämt oder verschmitzt oder irgendwie verstecken wir das ein bisschen und manchmal. Ich glaube, es ist einfach der Teil der Geschichte hier. Das war immer so, Frankfurt ist eine Stadt, die sich nicht so sehr für Geschichte interessiert, sondern für das, was in der Gegenwart passiert. Und das ist eben auch in dieser Hochschule so. Also wir haben sehr früh einmal in die Zeit vor Mozart geschaut und wir haben immer in die Zeit, in die Gegenwart geschaut. Und zwar in allen Instrumenten. Also es gibt hier in der letzten Neuen Musiknacht gab es zum Beispiel eine Uraufführung eines Konzertes für Cembalo. Also das heißt, das ist das etwas, was uns interessiert, in die Gegenwart zu schauen, Antworten für die Gegenwart zu finden, die Dinge, die neu sind, die interdisziplinär sind und versuchen, all diese Dinge auszuprobieren.
weiß nicht, wie viele Hochschulen, ob es überhaupt weltweit viele Hochschulen gibt, die quasi ihre Hauptveranstaltung des Jahres der neuen Musik widmen. Man muss sich vorstellen, hier sind, glaube ich, 14 Bühnen oder 14 Spielorte parallel. Die werden von 17 bis 1 Uhr bespielt. Das ist auch, glaube ich, weltweit doch zumindest sehr selten. Also ich weiß nur, in Zürich und Graz gibt es etwas, was auch sehr groß ist, und alles andere in Deutschland, glaube ich, gibt es gar nichts Vergleichbares. In der ganzen Diskussion, also jetzt als Interpret, also es gibt die Aufnahme von dem und dem, es gibt ja noch die Schönberg-Aufnahme, es gibt die Stockhausen-Aufnahme, es gibt die Cage-Aufnahme etc. Ist das die Referenz? Oder sind es die Noten, ist es die Referenz? Oder ist es meine Art, an das Werk heranzugehen? Also da ist der ganze Begriff Werktreue, finde ich, sehr, sehr schwierig und sehr komplex, weil nur zu sagen, es ist das, was der Komponist irgendwann wollte oder vielleicht auch sogar selber gespielt hat, das kann es für mich auf gar keinen Fall sein. Ich bin der Meinung, dass eigentlich ein Werk, wenn wir es nur noch historisch versuchen zu rekonstruieren, irgendwann nicht mehr lebt. Also es geht ja schon darum, dass es neu interpretiert wird, dass es auch in die Zeit neu gestellt wird vielleicht. Also es geht ja schon darum, das lebendig zu halten und immer nochmal eine neue Perspektive auf etwas zu entwickeln. Ja. Ich als Komponist komponiere ja nicht für irgendwelche Maschinen oder so. Und ich finde es erbaulich für mich, wenn ich höre, das klingt bei dieser Sängerin so, aha, das ist deren Musik. Und das klingt bei, meine Noten sind dieselben, das klingt bei der Sängerin wieder ganz, ganz anders. Das ist deren Musik. Und es kommt wie immer zum Ausdruck etwas, was in dieser Musik, die ja nur durch die Codes übermittelt wird, scheinbar drin ist. Das hier ist für uns doch eher fremd an vielen Stellen, aber man schaut schon hin, was die Leute einem zu sagen haben und welche Ausdrucksmittel sie benutzen. Es ist ja sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich das Ganze sein kann. Ne? Das ist vielfältig. Also wir sind sehr interessiert, was hier stattfindet, und wir sind letztendlich über den Flyer aufmerksam geworden darauf. Und genau, sind da jetzt erstmal so ganz gespannt, was es alles gibt hier. Ich bin erst seit einem Jahr an der Hochschule, und wir beide studieren an der historischen Interpretationspraxisabteilung. So, es ist ganz etwas, das ist ganz, ganz anders von was wir machen. Und ich finde es super spannend, auch zu sehen, was es noch hier gibt in der Hochschule und was die Kollegen hier machen. Like the interdisciplinarity and going over the boundaries that were made before, that were put before. It's a thing here in Frankfurt in general, and especially in IFMDK, like the differentiation between people and like styles of music, dance, opera. Yeah, everything melts together and comes together to create something new and something special. Ja, das ist natürlich ein toller Ort, es ist immer sehr vielfältig. Ich war hier auch mal zu 100 Jahre Cage, das war toll. Ich war mal mit der Studienstiftung hier, und das lohnt sich immer. Man lernt so viel Neues kennen, nette Leute. Ich bin ein langjähriger Hörer neuer Musik und kann also das Konzept nur begrüßen. Und es ist wirklich erfreulich, ja, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, ganz wunderbar, also sehr gelungen der Abend. Thank you.
Thank you.